Ach Gottes Willen. Das sah nicht gut aus. Nein. Aber auch wenig Körper- oder Gegnereinwirkung, da ist er irgendwie sehr blöd weggeknickt. Wir haben alles noch gesehen. In der Wiederholung gesehen, er begleitet, er kriegt einen kleinen Schubs, aber eigentlich nicht so schlimm, dass man... Ich hab's nicht ganz genau, ist er weggeknickt oder ich hab's nicht ganz genau gesehen. Vielleicht kriegen wir die Regie dazu, uns das nochmal einzuspielen. Ja, Regie. Er lächelt schon. Sehen wir es, er geht, ja. Oh, schön umgeknickt mit dem Fuß. Eieieiei. Ja, das sah nicht gut aus. Dann wünschen wir ihm alles Gute, Patrick Hoffmann. Ja, sonst wäre die Aktion nicht so schlimm gewesen. Er kriegt Kontakt, aber in dem Moment dadurch, dass er keinen Halt auf dem Boden hat, mit dem ganzen Gewicht auf dem linken Fuß, knickt böse um. Luis hat es schon gesagt, alles Gute von uns, gute Besserung. Das sind natürlich Szenen, die man nicht sehen möchte, aber leider Gottes im Handball auch dazugehören. Und es macht sich ein ehemaliger Gummersbacher bereit, Jonathan Dayan, der im Spiel im Rimper wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das heute sehen. Schöner Wurf auch wieder hier von Bosovic. Plus 5 Toren jetzt, vielleicht auf plus 6 zu gehen, so ein schon gutes Polster für die kommenden Minuten zu haben und sich abzusetzen. Auch hier wieder gute Aktion von Janko Bosovic, der ins 1 gegen 1